Aber hey, wie soll man schon wissen, ob die wirklich... hey, wir sind so glücklich, dass Cousina geopfert wird. Dann sind wir sie nicht los und können uns selber Sasu angeln. Mein Name ist Okuni. Ich bin eine großartige Tänzerin. Allerdings steht mir der Sinn zurzeit nicht unbedingt nach Tanzen. Lass mich raten, wegen Kushinada? Ich werde zwar nicht geopfert, aber das heißt auch nicht, dass ich glücklich bin. Meine liebe Freundin Kushinada hat dieses Schicksal nicht verdient. Echt mal. Los, trommel mal ein bisschen. Felix möchte nicht. Sasu will versuchen, die Schlange zu töten und seine geliebte Kushinada zu retten. Er ist so furchtlos. Was geschieht, wenn Sasu durch den Verlust Kushinadas wieder seine Wildheit entwickelt? Ich hoffe, er wird gegen die Schlange kämpfen. Selbst wenn er unterliegt, so muss er wenigstens nicht ein Leben ohne Kushinada führen. Ja, werden halt beide geopfert, ne? Habe ich in den Topf schon geguckt? Nichts. Na, noch genug Synergie. Beim nächsten Vollmond wird ein mutiger Krieger erscheinen, um die Schlange zu besiegen. Aber das ist nur eine Legende. Niemand glaubt daran. Niemand. Ach, wirklich? Warum will nur niemand auf Lady Uzuma hören? Bis jetzt haben immer alle auf sie gehört. Und dann glitzert es im Wasser. Oh, sexy. Als Kind war Sasu so wild, wie man es sich nur vorstellen kann. Es gab viel Zwietracht zwischen ihm und seinen älteren Schwestern. Ältere Schwester Lady Uzuma. Erst Kushinada konnte seine Wildheit bändigen. Natürlich will niemand, dass sie geopfert wird. She's a bender. Lady Uzuma liebt ihren Bruder vom ganzen Herzen. Ich bin mir sicher, sie würde Kushinadas Platz einnehmen, wenn sie könnte. Aber sie kann es nicht, was sie hier im Dorf und behaupten, dass so ein Kack ist. Das Los hat bestimmt Kushinada soll diejenige sein, die dieses Jahr geopfert wird. Wenn ich älter werde, kann ich vielleicht auch ein Opfer sein. Du kannst aber jetzt schon ein Opfer sein, ne? Was ist ein Opfer? Kinder, ne? Niemand möchte ein Opfer sein, also muss ein Opfer etwas sehr Unheimliches sein. Idiot. Schnuff, wie können wir nur unsere geliebte Kushinada opfern? Das ist nicht fair. Ich will nicht, dass die Schlange von Mikage Kushinada frisst. Warum will ihr denn niemand helfen? Wir können ihr helfen. Warum verlangt unser höchster Schutzgeist nach einem Opfer? So etwas ist unverzeihlich. Ein wahrer Wächter würde niemals ein solches Blutzoll fordern. Das denkst du. Hätte ich doch nur die Macht, dies alles abzuwenden. Bitte gewährt mir doch die Macht. Die Macht! Du musst doch auf die dunkle Seite der Macht kommen, um die Macht zu bekommen, ne? Oder so ähnlich. Ja, das mit dem Kind und dem Opfer war geil. Also jetzt nicht so geil, Chicken. Aber hey, eine Glücksmedaille. Das ist unser Glückstag. Medaillon, oder? Nichts. Ayakshir! Also ins andere habe ich noch nicht reingeguckt. Oh, störe ich gerade bei dem Tanzunterricht? Blockiere ich euch gerade? Eines Nachts hat die Schlange das Dorf während einer Feier angegriffen. Sie verschwand nicht eher, bevor sie nicht das gesamte Essen verschlungen hatte.
Die Schlange verschlingt alles, was wir ihr vorsetzen. Ihr Hunger kennt keine Grenzen. Ja, wie gewisse Anime-Charaktere, ne? Es hat keinen Sinn zu tanzen, wenn Okuni nicht dabei ist. Okuni ist wirklich eine großartige Tänzerin. Es macht viel mehr Spaß, wenn sie bei uns ist. Naja, ich kann ja ihren Platz einnehmen. Yay, seht nur, wie ich tanze. Auch wenn ich euch nur im Weg stehe, aber seht an, wie ich tanze. Yay, 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 yay. Ein bisschen Wirbel wird in die Action, Zyklon. Ja, ist ja gut schicken aus. Die Schlange lebt auf dem Mikage-Berg. In unserer Sprache bedeutet das der unsterbliche Berg. Solange die Schlange auf seinem Gipfel lebt, wird sie sicher auch nicht sterben. Ja, dann müssen wir sie einfach nur vom Berg runterholen. Und in die Sonne werfen! Die Legende erzählt, dass der Mikage-Berg von einem geheimnisvollen Kraft umgeben wird. Ich frage mich, ob das die Quelle des ewigen Lebens der Schlange ist. Ja, die Schlange. Wer weiß das schon? Wir können ja mal hochgehen und nachgucken. Die Schlange fraß all unser Essen und verschwand dann wieder in der Dunkelheit. Sie hat unser Fest ruiniert. Bevor sich die Schlange über das Essen hermachte, bot sie einen schrecklichen Anblick. Aber danach war sie eigentlich ganz ansehnlich. Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Schlange über einen erlesenen Geschmack verfügt. Ja, Menschenfleisch zum Beispiel. Verspeisen. Hallöchen, Lady Uzume. Oder so. Sasu ist nicht hier. Ich glaube, er wollte zum Mikage-Berg. Was? Er glaubt, er könne Kushinada retten. Daher ist er nun los, um gegen die Schlange zu kämpfen. Er glaubt wirklich, dass er die große Schlange von Mikage besiegen kann. Es ist alles umsonst, denn ein Held wird kommen und die große Schlange vernichten. Wenn die Schlange Sasu tötet, bin ich ganz alleine. Ja, und dann wird Kushinada auch noch, und dann bist du erst recht ganz alleine. Und vielleicht wird er die Schlange und das ganze Dorf fressen, außer dir. Dann bist du auch recht ganz alleine. Ich bete dafür, dass der Zorn unseres Wächters nicht entbrennt und Sasu siegen wird. Ja, er muss einfach nur sein Mangekyo-Sharingan. Moment, falsche Serie. Falsches Spiel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Sasu kam hier vorbei, als er auf dem Weg zu Kushinados Rettung war. Der Idiot hat mich einfach umgehauen und ist weitergegangen. Er war völlig außer sich. Ich kann Sasu zwar nicht leiden, aber ich verstehe, wie er sich fühlen muss. Kushinada ist wirklich ein sehr hübsches Mädchen. Selbst wenn Sasu Kushinada retten kann, wird sie nicht einfach mit ihm fortlaufen. Ich glaube, sie wartet noch immer auf den Helden, der die Schlange vernichten wird. So muss es sein. Lady Uzume sagt, dass ein Held erscheinen würde, aber ich weiß nicht. Da kommt kein Held mehr. Wenn Sasu mit Kushinada angelaufen käme, würde ich sie nicht aufhalten. Naja, vielleicht ist dieser Held auch schon da und er braucht nicht mehr zu kommen, ne? Oh, Kushinada, armes Mädchen. Sasu, bitte, komm ich hier. Komm nicht, um mich zu retten. Wenn ich dich sehe, verliere ich sicherlich den Mut, mich für Izumo zu opfern. Wenn ich davonlaufe, werden Lady Uzume und alle anderen in Izumo leiden müssen. Bitte komm nicht, um mich zu retten. Lady Uzume hat prophezeit, dass ein Held kommen wird. Ich glaube ihr.
Daher werde ich hier bleiben, bis der nächste Vollmond gekommen ist. Und auch der Held. Ja, ich glaube, das ist gerade kein guter Zeitpunkt, um zu ihr zu gehen. Sasu, bitte versuche nicht, mich zu retten. Ja, Früchte, man will sie mästen, damit die Schlange bis zur nächsten Folge doch genügend zu speisen hat. Wie komme ich dahin? Den Baum da entlang, würde ich einfach mal sagen. Wie steht's? 98. Mit Pfeniki. Hallöchen. Seht ihr den Ring aus diesen großen Steinen? Die stehen hier schon seit Ewigkeiten. Niemand weiß, wer sie hier hingestellt hat. Seht ihr, welchen perfekten Kreis sie bilden, bis auf diesen einen, nicht wahr? Ja. Nö, ich sehe keinen, ich bin blind. Ihr seid kein sehr guter Beobachter, aber... Bäh. Ich bin auch kein sehr guter Sprecher. Ich bin die Zuhörerin der dunklen Bruderschaft. Sorry, es ist nicht meine Aufgabe zu sprechen. Das ist der Sprecher vorbehalte, ne? Chica, dann Oblivion Abbey ist vorbei. Ich weiß. Aber hey. Ja, ich bin kein guter Beobachter. Und wenn ich den Ring doch sehe? Sasu hat ihn bewegt. Er hat dazu nicht mal seine Hände benutzt. Sicher hat er das Geheimnis einer großen Macht entdeckt. Na, bist du jetzt neidisch? Warum lässt mich Lady Uzume diese Ruinen bewachen? Was für eine Zeitverschwendung. Echt mal, da kann doch hier jeder Depp einfach hier so reinspazieren und... Bisschen schieben! Bitte... Klonen den Blätterhaufen da unten. Oder auch nicht. Der falsch ausgerichtete Stein! Er befindet sich wieder in seiner ursprünglichen Position. Wie ist das geschehen? Sasu oder Kushinada müssen ihn bewegt haben, als ich gerade nicht hinsah. Ja, genau. Das war Kushinada, die gerade heulend in ihrer Hütte hockt und Sasu, der auf dem Mikage-Berg rumläuft, um gegen die Schlange zu kämpfen. Aber wir wissen ja schon aus Kolonien 1, was so Kreise bewirken oder enthalten oder wie auch immer man das... Muss ich hier eigentlich schon rein? Wenn ich das runter mache, dann kann ich das aber nicht mehr hoch machen. Jetzt bin ich gerade vollkommen verwirrt. Ich meine ja nur, ne? Wenn ich das mit dem Hammer versenke, geht das nicht mehr hoch. Aber andererseits komme ich auch nicht an die Pfütze, um darüber zu kommen. Aber die beiden müssen, einer der beiden muss weg sein. Manchmal wünschte ich, es wäre hier die Mechanik des dritten goldenen Zahnteils. Ja. Das muss man aber doch irgendwie zerfrösteln können, ohne den Hammer zu benutzen. Geistleser fast schicken.
Jetzt ist es zu. Ach ja, weil es sich resettet hat. Sandy offen. Versteckte Druckplatte, ne? Naja, aber ob wir hier wirklich... ihr wisst schon. Sehen wir in der nächsten Aufnahmesession meiner kleinen Freienacht. Bis dahin, ciao.